Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wieder mit dabei, der Lasko. Mahlzeit. Und meine Wenigkeit, der Nobody. Hey. Ja, hey. Wir haben uns dazu entschieden, wir teilen uns jetzt kurzerhand ein bisschen was auf. Er macht eine kleine Loot- und Jagdtour. Und ich bin hier dran, ein bisschen am Umräumen. Wird auch nicht allzu lange dauern. Ne? Wir wollen auch ein bisschen Ordnung drin haben, dass wir Essen, Medis, Tools, Waffen und so getrennt haben. Nicht wahr? Genau, auf jeden Fall. Macht alles ein bisschen einfacher. Ja, ich gehe jetzt auch, es ist 15 Uhr. So maximal bis 21, 22 Uhr in-game. Hier einmal schauen, was hier so los ist. Vielleicht finde ich ja irgendein Wildschwein oder irgendwas, was wir verspeisen könnten. Oder Nilpferd, wer weiß. Könnte auch kommen. Aber bitte gut durch. East, also Osten, da geht's dann noch weiter, also die Stadt geht dann noch weiter, mal gucken. Hier haben wir alles gesehen, den Loot holen wir uns noch hier ab. Ja, hier ist die Festung, habe ich es genannt, auf der Karte. Da kann man immer noch zur Not hingehen, wenn man echt mal sicher sein will. Und ja, wir brauchen aber erstmal jetzt Futter, irgendwas, weiß nicht, Schlange, Vogel. Katze, Maus, Hund, egal. Ratten nehmen wir auch. Lecker. Hauptsache Essen. Was war das? Barracks Chair. Okay. Ja. Bin ich blind? Ja. Ich hab doch gerade was gesehen. Ja, genau. Warte. Hier. Ja, in der Kiste. Ich packe auch so Waffenteile, Upgrade-Teile zu den Waffen rein. Ja, klar. Das kommt nicht da rein. Das kommt wiederum da rein. Oh, ein orangenes AK-Gewehr, cool. Ja, das kommt da rein. Die Granate mache ich auch mal da rein. Wieso? Schmeiß sie doch nochmal. Bäh. Hey, wieso geht die nicht hoch? Hast du einen Stich gezogen? Das ist mir zu technisch. Stift. Mir geht der Stift aber. Wieso ziehen? Warte mal, was habe ich hier gerade reingeräumt? Passt. Okay, Wohnhäuser, hier so ein Trailerpark. Oh, Cat Night Joe. Cat Night Joe, Cat Night Joe. Oh, direkt in Rage Mode. Alter Schwede. Kollege. Was stellst du mit dem an? Oh Gott, ist er schon. Oh Gott. Aua. Arschloch. Entschuldigung. Ich glaube, ihm ist das jetzt egal. Jetzt auf jeden Fall, ja. Bin ich mir sicher. Warte, Purification. Aha. So. Zerlegen. Ich habe eine Dose. Was? Zerlegen. Miso-Suppe. Ja, egal. Lecker. Die gibt kaum was, aber ich esse die mal. Dumm-di-dumm-dumm. Ein Ofen. Tja, ihr Lieben, bei mir ist heute Anne hier umräumen, einsortieren und aufräumen an. Ja, das gehört auch dazu. Zerlegen. So. Die Ressourcen. Ein Hunting Knife im Club. Ja, ich will nicht wissen, was da gejagt wurde. Ja. Gläser haben wir noch. Gut. Fiespulver. Spiritus lasse ich mal in der Kiste hier. Grill. Mein Gott. Was?
Ja, manchmal verfehlst du mit dem Speer sowas von. Achso. Ja, ich hab doch Escape gedrückt, hallo. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Warum fliegt der Speer 10 Lichtjahre am Zombie vorbei? So aus nächster Nähe. Oh, Level Up. HGD. So, Leute. Jo, danke. Skills und Pack Mule ist voll. Tadam. Ziel erfüllt. Inventar ist voll nutzbar. Und jetzt können wir uns auf was anderes einschießen. Okay, da ist noch ein Häuschen. Oh, hallo Matka. Steh auf. Oh, ey, im Aufstand schon. Oh na, nicht im Ofen. Mein Gott. Okay, wieso höre ich so viele Schritte? Du machst echt viel Lärm. Frau. Und Rage Mode, ja. Das können wir gut. So. Beschwerden bitte an Lasko. Ehrlich, Sehnsorge. So, zack. Schmeckt? Schmeckt nicht? Oh Gott. Speer, danke. Und hups. In die Brust und tot. Gut, also im Trailerpark ist wohl echt nur Dosenfraß zu finden. Und das auch noch wenig. Ich sag so, besser oh, das. Oh, ich sehe ein Tier. Und ich versuche mit dem Speer und werde es nicht schaffen, wahrscheinlich. Das war scheiße. Kleber. Das. Das. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Wow, One-Shot mit dem Speer. Hammer. HGW. Danke. Die letzte Kiste, was eigentlich unsere erste Kiste war, können wir als Kleiderkiste machen, also nicht wundern. Ja, klar. Du sortierst, du entscheidest. Du kannst danach auch gerne umsortieren. Das ist jetzt einfach nur mal, das ist ein bisschen... Das würde ich nicht tun. So. Oder? So. Den Zettel. 20 Fleisch. Immerhin. So, was kann ich hiervon noch wegtun? So, hier geht's weiter mit Trailern. Da sind größere Wohnhäuser noch. Ich habe noch 7 Wasserflaschen, die lasse ich mal hier. Leute, Infektion auf 7,8. Es geht zu Ende. Es geht zu Ende. Also mit der Infektion. Ah, besser. Boah. Entschuldigung, das war mein Kopf. Okay. Boah, ich habe noch viel Wasser dabei, sehe ich gerade. Swimming Kit habe ich auch jetzt. So, ich würde sagen, so kann man es erstmal lassen. Haben wir in der Kiste Nahrung, Medis. Wir haben Nahrung? Ja, ja, ein bisschen. Werkzeuge, Waffen und Upgrades dafür. Dann haben wir Ressourcen und dann eine Kiste für Kleidung und Bares oder Wertvolles. Mhm. Abtauchen. Ich will abtauchen. Ja, jetzt. Gehe ich auch mal raus. Geselle mich zu dir. Ja, ich bin ja quasi schon auf dem Rückweg. Okay, ich kenne keine Spuren scheinbar hier in der Nähe. Gucke ich mal, gehe ein bisschen vom Haus weg. Also hier, wo ich jetzt bin, sind noch ein paar vereinzelte größere Häuser. Das eine hat auf jeden Fall einen Keller. Ja, aber so wirklich Special-Gebäude oder so habe ich nicht gesehen. Okay. Nö, Tiere sehe ich jetzt hier so auch nicht.
Da ist auch so ein komisches Haus da hinten. Ich gehe mal ins verbrannte Biom kurz. Okay. Da stehen EPs. Okay. Oh, ein Nest. Ich schon überhitzt meine Eternal Protection schon weg. Meine noch nicht, aber bald. Ich level jetzt gleich. Ja gut, Leute, dann mache ich mich wohl auf dem Rückweg jetzt. Krankenschwester, du bist aber kein Wild. Ah ne, du bist keine Krankenschwester. Ja, Slide ist aber trotzdem. Zombiebär neben mir gespawnt. Rennen? Nein, töten. Ach, da spawnt mal ein Zombiebär neben ihm. Er bleibt cool, okay. Natürlich. Komm her. Kollege, ah. Das hat sich gut angehört, Kollege. Bin mal weg. Nein, nein, nein. Weg. Tot ist er. Hat nur fast zwei Magazine 9 mm gefressen. Okay. Und vorher ein Stealth-Bogenschuss. Ja, leider kein richtiger Bär, ey. Schade. Ob das hier das ein Zeichen sein soll? Hätte uns jetzt Fleisch gebracht. Was denn? Dem Pfad, den ich hier in den Bergen gefunden habe. Warum? War nicht so leicht zugänglich, deswegen. Okay. Guck mal. Okay, Blut und Boden. Ja, hier läuft's. Ja, hier gibt's Tiere in der Nähe. Ja, also in der Stadt gibt's ja halt eh weniger Tier, ist ja klar. Ich hatte gerade noch mal kurz die Anzeige. Days and Sweets. Ah, guck mal, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ah, toll. Axt reparieren. Lass mich, Mensch. Oh, keine Ausdauer. Schön. Warum hast du das so popelig repariert? Ach, habe ich meine Steine weggepackt? Nein. Warum? So. Schnell mal kurz gucken. Kann ich Pack Mule oder kann ich es nicht? Nein, noch nicht. Brauchst du 5 Stärke. So. Jetzt wird es langsam dunkel. Ja, ich muss diesen Skill fürs Jagen und Fährten suchen besser leveln. Wieso? Weil bis jetzt finde ich nichts außer Zombies in den Bergen und es wird dunkel. Okay. Ich komme mal lieber zurück. Aber so ein Skill macht schon gut Sinn, wenn dir das dann irgendwie sogar noch am Kompass angezeigt wird. Wenn die mal da sind und wenn du das gut aufgeskillt hast. Ich finde das super, ehrlich. Also man hat echt gerade im Endgame oder im Late Game das Problem, dass man halt kein Wild mehr findet. Und da ist das ja Gold wert. Ja. Ja, man sucht dann und sucht und läuft einfach nur irgendwie sinnlos durch die Gegend. Man einfach hofft, was zu finden. Und da ist so ein Skill sehr, sehr nützlich. Ja. So. Ein bisschen Holz dran hier. Wenn wir nachts einen kleinen Vorrat an Woodframes anlegen. Und dann ist schon Tag 7. Ja. Also wir haben die Zeit nicht genutzt für Fallen oder so. Also wir werden es ja wohl ganz spontan machen mit ein bisschen Feuerkraft oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch den halben Tag Holz gefarmt, nächste Folge. Und dann wenigstens ein paar Wood Spikes oder so aufgestellt. Mhm. Schaden kann es nicht.
Nobody, du bist sehr weit weg, es ist gleich 10 Uhr. Ich. Just saying. Sehr weit, ich bin noch hier, beim Haus. Also bei mir 200 Meter. Dann ist das Haus wohl so weit weg. Dann sollte ich mich wohl auf den Weg machen. Ja, ich glaube. Ich bin nämlich jetzt schon wieder beim Haus. Oh, okay. Dann den Baum noch und dann go. Einmal ein Schlückchen Kaffee hier. So. Na komm, hau drauf. Einmal noch. Zack, und nach Hause. Geronimo. Also Infektion jetzt noch bei 4,7% von fast 30, glaube ich. Oder so. Ja, das 30. Geht. Ja, guck mal, das hatte 2 Tage geheilt, ne? Hm. Schon nicht schlecht, finde ich gut. Ja, so. Oh, ich schleiche mal. Gut, bei mir wieder eine Heimkehr im Schleichgang. Oder weißt du was, ich renne einfach, egal. Ja, ich passe auch hier oben gerade auf. Wir rennen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Feuerkraft. Muss man nicht mehr allzu vorsichtig sein, glaube ich. Sind noch Frames draußen? Ja. Super. Da bist du ja. Jawohl. Kannst du sie gerne abnehmen. So, Home Sweet Home. So, mal gucken. Wertvolles habe ich nicht dabei. Das kann auf dem Boden, das kann auf dem Boden. Oh doch, ich koche Fleisch. Hast du einen Punkt in Kochen? Muss ich jetzt nochmal gucken. Warte. Kochen ist wo? Bei Masterchef. Fortitude, glaube ich. Master Chief, genau, hast du? Nee, leider nicht. Ich schaue, ob ich es killen kann. Ansonsten, verdammt, muss ich Verkohltes machen. Gekochtes Ei würde noch gehen. 3 Stück. Können wir auch machen. Kochen. Und verkohltes Wildbret. Ja, alles andere ist Maisbrot, können wir machen. Maismehl und Flasche Wasser. Hatte ich echt keine Steine mehr? LOL! Ich habe auch nur 8, muss ich sagen. Das wird dann immer uninteressanter und dann ist es weg. Okay, ja. So. Okay, Leute, wir sortieren uns hier so ein bisschen noch. Und ja. Ich schaue mir mal die Ordnung vom Nobody an. Und würde sagen, aus dieser ruhigen Sammel- und Aufräumfolge verabschieden wir uns jetzt. Ja. Und wünschen einen schönen Morgen, Tag, Abend, je nach Guckzeit, sage ich immer. Und bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.